So, ich mache nochmal eben schnell einen Song angespielt. Das Interessante dabei ist, dass ich eigentlich normalerweise bei dem Song zwischen Clean und, sag ich mal, mehr Zerre hin und her schalten müsste. Ich spiele das aber wirklich nur im ersten Kanal, wieder auf meiner 11 Uhr Einstellung, wie am Anfang. Ja, und hau halt hier und da ein bisschen mehr rein, und dann haben wir mehr Zerre. Ne? So ein Beispiel halt. Ne? Wahrscheinlich hätte ich noch ein bisschen mehr Zerre reinmachen müssen, aber prinzipiell finde ich das Ding einfach geil. Ne? Ich kann mir mal im Vergleich meinen anderen Zerre hören, der ist einfach mehr High Gain und da ist einfach ein Crunch nicht drin. Jetzt versuche ich mal irgendwie leise zu spielen. Zerrt halt immer schon. Das ist das, was ich eigentlich bei zumindest einem Pedal nicht machen. Ne? Eins muss immer crunchen können. Schalte ich das Ganze hier über mein Switching-System. Ich ziehe mal das Zoom ein bisschen zurück. So, sieht man ganz schön. Achtfach Loops, das heißt 8 Effekte, die hier einzeln reingehen. Kann man auch ganz schön verteilt hier sehen. Der Tuner, das War hängt davor. Ja, und Output geht dann direkt aus dem Switch raus, ganz nett. Man kann immer halt, hat hier 1, 2, 3, 4 Patches, auf die man direkt Zugriff hat. Ansonsten hat man 8 Bänke, die man rauf und runter schalten kann. Wenn man auf ein Patch schaltet, wie jetzt zum Beispiel ich für den Box of Rock, man schaltet den gleichen Knopf wieder, dann wird quasi auf Durchzug gestellt. Jetzt bin ich wieder bei dem cleanen Marshall Sound. So kann ich mir, wenn ich irgendwelche Effekte brauche, das vorher einstellen. Thank you.
ja, alles ein bisschen laut, wenn man einen Meter vom Amp steht. Gut, immer mal Schluss.